Hallo, ihr Lieben. Ihr seht schon, die Mädels reden ein bisschen, weil sie deprimiert sind und zerstört. Genauso wie all meine Figuren. Seid gegrüßt. Ja. Jetzt haben wir schon an so vielen Sachen, wo Vorsicht geboten ist. Wen kann ich hier durchschicken? Nur sie. Und das war's. Die gute Jill, jetzt kommt's auf dich an. Tag 11 zu erreichen und nicht zu sterben. Das Verfahren werden laut dem Wetterbericht, wir haben es noch gelesen. Ich habe gehört, dass die Klassenräume waren, als die Bombardierung begonnen hat. Oh, was? Was ist mit den Kindern geschehen? Tja, da würde ich sagen, lässt uns leider auch das Krankenhaus und die Kinderabteilung, die wir gesehen haben, einiges erahnen. Personen, kleine Liebewesen, die nichts wollten, außer zur Schule zu gehen, Spaß zu haben, sich mit ihren Freunden zu treffen, Sticker zu tauschen. Und ja. Wie man es im Hintergrund hier vielleicht ganz leicht hört, ist einfach immer noch wieder Krieg. Es wird wieder bombardiert, es wird wieder geschossen. Nichts Neues. Und diese ganzen kleinen Menschen, die einfach nur friedlich in ihrem Schulräumen hier saßen, gelernt haben. Haben vielleicht etwas davon abbekommen und kriegen definitiv beim nächsten Mal Silvester, wenn wieder rund um ihn geböllert wird, weil es macht ja auch so viel Spaß. Mag ich auch nicht so viel sagen. Zu sagen, es ist einfach so, ich gehe Gedanken drüber. Ich bin der Daddy, wisst ihr. Die 7, die geht zur Schule. Ich habe sie jetzt noch, ich habe sie heute erst von der Schule abgeholt. Mir gehen gerade noch so Bilder durch den Kopf. Was wäre, wenn es die Schule trifft oder eure eigene? Was wäre, wenn ihr früher so als kleiner Bub in eurer Schule lauft und plötzlich die Klassenlehrerin weggefetzt wird vor euren Augen? Nee, man mag gar nicht dran denken. Es ist schlimm genug, traurig genug, dass sowas passiert und der Welt immer noch normal ist. Alles okay ist und man alle zuschauen und das teils aufgrund von Diktatoren, Menschen, Personen, Führungskräfte, wie auch immer. Ja, ich glaube, wir haben schon einen Bug, weil das Spiel leckte. Nee, jetzt leckt es nicht mehr. Das ging mir damals auch ab einem gewissen Punkt, das Spiel einfach geleckt und gehackt, dass es nicht mehr anders ging. Aber ja, gut. Ah, Gedanken versunken wieder da. Was für eine Scheiße passiert auf der Welt, ne? Leider Gottes wieder. Wieder und immer wieder. Und immer weiter. Besser. Was wird schon besser? Ist die Welt fair? Nicht im Ansatz. Aber die Welt einzugrenzen und da zu sagen, fair, das umschreibt doch sehr viele Individuen, meine Länder, Sitten, Bräuche, Religion, das kann man nie so. Also das alles von einem Hut, wenn alles friedlich wäre. Respekt. Krasses Wunschdenken. Wäre natürlich schön, um Himmels Willen. Ne? Braucht man gar nichts sagen, aber ja. Halt, wir haben noch Zeit. Wir können ein bisschen aufräumen. Ich wollte aber gleich weggehen. Wir haben noch Zeit, wir nutzen die Zeit in der Zeit. Gehe ich noch ein bisschen weiter auf Dinge ein. Ich weiß, dass ich ein Sägeblatt bräuchte. Hallo? 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 Hey, psst, psst. Hey. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Gut, endlich mit mir. Ich habe einen Schuss aufgehört, was? Ich
greif mich nicht an. Hallo? Hä? Was ist los mit euch? Also ich bräuchte eigentlich eine kleine Säge dafür und für den Privatbesitz, der ja hier ist. Ich kann aber wirklich nicht mit denen reden, ne? Ist kurios, ich bin gerade ein bisschen ruhig und verwirrt, weil ich mit keinem reden kann. Ich habe sie, du wolltest sie im Kühlschrank verstehen. Ja, ja, alles klar. Frieden und Freiheit. Ich weiß aber gestern, ich habe keine Angst. Was willst du? Tauschen, handeln? Braucht ihr was? Ich gehe ja schon. Mann, 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 Mann. Okay, da komme ich nicht rein mit Schlüssel. Wo geht's da hin, wenn man nicht mal eine Sicht drauf hat? Wow. Davon braucht man ganz viel. Rennen wir zum Ausgang. Jetzt haben wir jedenfalls genug gemacht. Können wir zurückkommen, gibt es noch Materialien ohne Ende. Die wichtigen, teuren Dinge oder die interessanten Dinge haben wir gemopst, um wieder einmal weiter zu überleben. Ich muss los. Ja, los, lauf. Flieh! Oh, da oben lang. Oh, das ist natürlich, habe ich zeitlich jetzt, aber... Ah, doch, kann doch klappen. Puh, Gott sei Dank. Bevor sie noch mehr deprimiert und kaputt und alles ist, ihr wisst ja, wie es wieder läuft. Bitte nicht schon wieder ein Überfall. Welcome to hell. Es war keine gute Nacht. Allein sieht aus, als hätte sie die ganze Nacht nicht geschlafen. Irgendwas muss ihr Sorgen bereiten. Monika ist viel besser, wir müssen ihn im Auge behalten. Am Boden zerstört, müde. Okay, gut. Sie braucht jemanden, der ihr erstmal Essen gibt. Er ist noch leicht verletzt und deprimiert. Könnte er kommen? Ist gut, dass er schon wieder laufen kann. Ne? Es geht vorauf! Bruno! Ach, wir kochen ganz einfach mal für ihn. Er ist ein guter Koch. Er ist ein guter Junge. So, verwandagier dich nochmal ein bisschen, mein Junge. Redet einfach mal. Jetzt redet die... Was? Noch deprimiert? Nicht mehr am Boden zerstört? Doch, Aline ist... Ah, so verwechselt Position. Entschuldigung. Ich habe euch verwechselt. Ihr habt euch hier so ähnlich gesehen? So gleich gestanden, wie auch immer. Okay, gut. Also, ich habe immer noch hungrig. Es war wieder Nahrung. Aber wie schnell die Nahrung geht. Es ist ein reines... Oh Gott. Ich habe Angst hier. Sehr schöne Musik. Meine Musik ist wieder gut, ne? Nicht mehr so dramatisch wie vorhin, als alle so tot waren. Oh, schön, dass sie tot waren. Ah, oh. Oh lol. Eine
Bandage und das war's. Okay. Handeln wir. Halt unfassbar viele Teilchen, ne? Alles Gott, das bin ja ich, bin ich dumm. Hier. Mann, ey. Scheiße. Huch, muss ich übertreiben hier. Wirklich verdammt beeindruckend. Sehr großzügig. Scheiße. Kerke. Okay, gut. Machen wir einmal so. Bevor wir sie übertreiben. So handeln wir auch. Ja, den mache ich noch leer, den Jungen. So. Hätten wir dann auch. Könnte er was nehmen? Nee. Nee, auch nicht. Was ist mit dir? See ya. Dann gucken wir nochmal. Ich überlege gerade. Also, Entschuldigung, ich bin gerade voll in Gedanken. Was tue ich als nächstes? Was bessere ich auf? Eigentlich war die Werbung mega gut. Andererseits war ich nur. Ich blute. Ja, wir haben schon bandagiert. Hör auf. Bisschen essen. Meine Gedanken wollten nicht ruhen. Okay, sie reden. Wir lassen die beiden doch in Ruhe. Okay, wir bessern jetzt mal das Haus auf. Muss ein bisschen Essen geben. All das, ich kriege es nicht mehr auf der Reihe. Oh doch, du tust es schon. Leicht verletzt. Leg dich hin. Dann klappt das schon. So, was können wir denn jetzt bauen? Versteckte Tour. Sobald wir Löcher und Fenster am Unterstand von Brettern zugenommen haben, können wir erwägen ziehen, unsere Tür zu verstärken. Ja, zu Nageln brauche ich nicht. Da brauche ich viel zu viel. Kleine Nagetiere, das musste ich machen. Ein Thermoregulator. Den kann ich also bauen. Um in Gebäuden Pflanzen anzubauen. Okay. Das ist noch besserer Tauschgegenstand. Okay, wir sehen also, wo es hingeht. Wir können Kräutergarten anbauen, wir können alles Mögliche. Ich habe erstmal eine Falle für Kleintiere. Damit wir ein bisschen Nahrung kriegen, ne? Ich kann nicht, ich gebe auf. Ach komm, hör auf. Aline, was ist los? Hab ins Bett mit dir. Macht Jill nach. Leicht krank, leicht verletzt, sie erholt sich. Ist auch leicht verletzt, aber unzerstört, müde, erhol dich. Ich kann nur raten, es zu versuchen. Wer niemals nichts wagt, kann auch niemals nichts erreichen. So wird das auch nichts. Man muss immer wieder versuchen. Es klingt alles so einfach, aber... Naja. Ha, es sagt sich immer alles so leicht, ne? Hey, wo willst du hin?
dachte ich mal, das ist so leicht. Aber versuchen, wenn man nicht versucht. Sowieso kennst du ihn. Jetzt hör doch mal auf. Meine Herren. Immer dieses sich abschreiben, wie, oh ja, wird das so sein, ich kann eh nichts ändern. Ja, mag ich ja eh nicht machen. Also so dieses, ja, bla bla. Da bin ich ja leider ein bisschen anti von. Weil das einfach mehr zerstört, als es überhaupt irgendwie bringt. Davon habe ich, ich sag jetzt mal, genug im Leben erlebt und nee. Irgendwann muss man auch einen Schlusspunkt finden. Probleme sehen, beheben. Liegt dir irgendwas im Weg, behebst du das Problem, oder? So, jetzt machen wir da oben mal zu. Dann barrikadieren wir jetzt einfach mal. Jetzt mache ich das. Scheiß drauf, jetzt ziehen wir durch. Scheiß drauf. Nix scheiß drauf, sonst kommen wir die Banditen rein. Jetzt mach endlich. Ich wünschte, ich hätte die Stadt verlassen. Verdammt, ja. Ich bin auch raus aus meiner damaligen Stadt, wo ich aufgezogen worden bin. Groß geworden bin. In eine größere Stadt, die wahrscheinlich kriegsgefährdeter wäre. Ja, Richtung, also zumindest Richtung Hamburg. Ich bin ja nicht in Hamburg. Das ist ja Schleswig-Holstein, was ich hier bin. Ich muss mal ganz schnell gucken, ob ich noch mehr bauen kann. Wenn ja, werde ich einfach nur wieder auf Teilejagd schicken. Nahrung haben wir noch ein bisschen. Vielleicht kommt immer mal ein Händler. Beten, dass einer kommt. Ja, wir brauchen noch mehr. Das belassen wir alles und wir lassen die Nacht beginnen. Ah, Jill, du tust mir leid, du bist halt auch schon komplett kaputt, ne? Nicht doof. Oh. Kann wegen Kämpfen nicht dorthin. Oh. Modell, da geht jemand Gefahr aus. Ich möchte ja Materialien. Große Menge Materialien, Waffen und Teile. Machen wir auch schon. Gehen wir zum Hauptplatz. Wir gucken uns einfach mal an, welche Eisen was es gibt. Aus, ja, von nichts kommt nichts. Ergotherapie. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Ach, Schnitt für den Mittel und Frieden und Freiheit. Okay, gut, ich sehe schon, hier ist sehr viel los. Okay. Was ist denn hier? Ich bin auf der Suche nach Kupferrohren. Okay, der hat auch nur Alkohol und so eine Scheiße, aber das ist eine Menge, du Heilige. Das ist ja echt nicht ohne. Wenn du jetzt hier mit der Waffe kommst und die umliedest. Sehen wir mal, Krankenschwester hat auch reiner Alkohol. Holy shit. Okay, hat Nahrung, auch nicht wenig. Wenn wir hier Waffen hätten, wie eine Kalaschnikow, ne? Sehen die, was ich tue? Ja. Lalalala. Sagt ihr was? Nee, ne? So, sie haben weggeguckt, sie gucken hinterher. Schöne Scheiße. Sie wundert sich. Ich brauche etwas frische Luft. Na, das ist doch schön. Bisschen windig heute. Ja, macht die Hose zu. Alles. Ich weiß nicht, wie man diesen Ort gelangt. Scheiße, ich will da rein.
Ist Gefahr, aber unfassbar geil, glaube ich. Komm schon. Finger im Po. Oh nee. Eine Waffe, ne? Der hat da gerade eine Waffe gehabt, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ich bilde mir das nur ein. Oh ja, mein Junge. Oh, scheiße. Ich dachte, dass die auf. Muss warten, bis er weg ist. So, er geht weg. Sehr vorsichtig, da ist ein Ratten. Ist glaube ich da oben. Jetzt hat er den. Oh! Ja, schon. Ich hoffe, die anderen gehen nicht auf mich los. Weh, du schließt jetzt ab, dann gehe ich im Wald. Und, ne? Wie so ein Gollum. Das ist noch ein Dieb, ne? Ich heuer schon ab. Okay, hat keinen Sinn. Entschuldigung, dass ich so lange rüber habe. Ich war konzentriert. Ich wollte nur darauf achten, dass sie nicht auch schon wieder stirbt. Sonst hätte ich gesagt, alles klar, jetzt cutten wir das Game hier. Das war ein bisschen sehr, sehr, sehr greedy hier. Wow, war ein Versuch. Scheiße, eine Nacht umsonst. Da hätten wir andere Materialien kriegen können. War ein Versuch. Jetzt wissen wir Bescheid. Tag 12. Ich hoffe, sie haben schlafen können. Sie sagt ruhig. Gut, gut. Wie geht's ihnen? Deprimiert. Leicht verletzt, erholt sich hungrig. Sehr hungrig. Ist Nahrung übrig, ich muss etwas essen. Ja, kriegst du gleich hier. Da. Go, 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 Jill! Du hast ein Talent für Elektronik. Was geben wir denn Talent für Technik, hätte ich was gesagt. Für Nahrung. Ups. Das heißt, dass die Konserven sehr nahrhaft sind. Sind sie auch. Für den Moment. Für den Moment. In solcher Situation. Und das war's. Ich muss gleich wieder den Tag vergehen lassen, aber ich muss hier oben schlafen lassen. Währenddessen lasse ich Bruno Dinge tun. Sowas wie kochen. Ist immer noch worth. Also sinnvoll, dass er es tut.
als nicht. Wir barrikadieren auf das nächste. Ich würde es einfach mal testen, wo es hingeht. Wo baue ich jetzt? Da hinten. Ja. Was bringt das schon? Ach, jetzt geht die Scheiße wieder los. Ja, da oben sicher gemacht, alles zu, kommt keiner mehr rein. Und jetzt hier. Ja, was bringt denn das jetzt an der Ecke? Ferner? Ich weiß gar nicht, was so tun ist. Mann. Immer wieder das Gleiche, du. Aber wirklich. Na, alles fertig? Sehr schön. Sehr, sehr gut. Hätten wir das auch. Ich kann wahrscheinlich noch einen bauen, ne? Wie viel Wasser haben wir? Okay, gut. Ich hatte gerade so ein Gefühl. Oh ja. Entschuldigung, da kommt man zur Ziemlichkeit rein. Patronen-Dinger, okay. Hm. Oh, was immer heute so läuft. Der Rebellen und der Regierung liefern sich brutale Gefechte in der gesamten Stadt. Einige Gebiete sind komplett abgeschnitten, während andere Schauplatzgefechte sind. Ah, scheiße. Klassische Musik lassen wir laufen. Scheiße. Darf ich das nochmal bauen? Ah, fuck. Es geht nichts. Ich weiß nicht, kommt noch ein Händler? Ich warte mal ganz kurz mit Bruno. Könnte ich noch. Aber hier oben ist der auch noch zumachen, ne? Warte, da ist eine Tür. Hier wird er zumachen. Unten ist zugebrettert jetzt. Ja. Zugenagelt, hat er das? Aber gut, die Folge geht schon wieder so lang. Wir machen mal kurz einen Cut. Und sehen uns bei der nächsten Runde. Adieu.